Titelgewinn perfekt gemacht, hat Werder in Frankfurt mit einem 1-0-Sieg. Können Sie sich an das Spiel noch erinnern? Ja, ich kann mich da daran kann ich mich schon erinnern, ja, dass wir da in Frankfurt dann den Titel klar gemacht haben. Aber wie gesagt, das gibt's ja immer Feierlichkeiten, die wirklich auch Spaß machen. Ich habe ja da bei Atletico dann mit Spanien bin ja auch Pokalsieger geworden. Das war auch Wahnsinnsfeier und so. Das ist natürlich, das sind die Highlights halt, ne, die man dann auch wieder gerne mitnimmt. Aber wenn man öfter mal was gewonnen hat, dann geraten sie ein bisschen in Vergessenheit. Aber im Endeffekt, wir hatten schon in Frankfurt und dass wir dann direkt nach Bremen geflogen sind oder was, dass ich dann nach dem Spiel noch in der Kabine gesagt habe, dass es bei uns ein bisschen länger dauern könnte, bis wir da sind in Bremen. Der Gruß an die Frauen. Und insofern war das schon eine feine Sache. Haben Sie zum Fernsehteam gesagt? Ja, habe ich ein bisschen aufgeregt noch, weil ich noch ein bisschen so euphorisch war und so, aber das war schon, wollte ja eine leichte Witznummer machen. Ja, hat ja funktioniert. Und ja, dann wussten die Frauen auch Bescheid. Und nach der Ankunft in Bremen war ja auch die halbe Stadt auf dem Bein, so wenn man sich die alten Fotos anguckt. Werder war ja seit 65 nicht mehr Meister geworden. Ich glaube, so ein bisschen drauf gewartet haben alle, oder? Wie war die Stimmung? Vielleicht war das auch umso schöner noch, weil die Leute damit nicht so gerechnet haben. Umso schöner war das ja. Und ja, das ist natürlich, das kann man ja eigentlich so nicht beschreiben. Also das muss man schon mitgemacht haben. Ich glaube, das Bild jetzt war dann nach der Rückkehr aus Frankfurt am Flughafen. Ja, da sind wir dann abgeholt worden. Masse an Menschen auch am Flughafen, die da waren. Wir sind dann hinten über die B75 Stefani-Brücke sind wir gefahren. Da gab es auch noch auf der anderen Seite einen Unfall. Und also die Leute haben dann nur rüber geguckt, weil wir ja dann offen mit den Mercedes SL-Modellen dort entlang gefahren sind. Und Willy Lemke saß da mit Ihnen im Auto. Was erzählt er Ihnen da so angeregt? Ich weiß nicht. Inhaltlich, glaube ich. Also wenn ich meinen Gesichtsausdruck da sehe, dann weiß ich nicht, ob ich das überhaupt empfangen habe, was er da mir sagen wollte. Aber es sah ein bisschen ernst aus. Ne? Ja. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie war die Stimmung in Bremen, weil das war ja wirklich dann die erste Meisterschaft nach 65. Die Leute hatten ja auch lange darauf gewartet, kann ich mir vorstellen. Ja, es hatte ja auch aber trotzdem ein bisschen Vorlauf. Man hatte dann schon gesehen im Laufe der Saison, dass wir wirklich sehr stabil sind. Und ich sag mal, diese 3-4 Spieltage vor Schluss Meister zu werden, da hatten wir schon ein Polster ja auch. Das heißt, also ein bisschen vorbereitet war man schon. Aber letztendlich, wenn man es dann geschafft hat, dann ist das natürlich, ja, brechen dann auch die Dämme. Und ich sag mal, in Bremen auch. Das hat man dann gesehen, was da alles am Marktplatz los war. Das war schon immens. Ich weiß, 40.000, 50.000 waren da, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Aber da waren schon einige Leute. Wie war die Stimmung allgemein so in der Stadt? Naja, das kann man sich natürlich vorstellen. Ne? Bei der Situation, wo wir eben drüber gesprochen haben, was davor schon gewesen ist, was man schon erlebt hat. Und jeder hat natürlich irgendwo drauf gewartet, wann schaffen wir es? Wann ist die Meisterschaft da? Und wann gelingt es diesem Team, das umzusetzen? Und wann wird Otto dann letztendlich mit seiner Truppe Deutscher Meister? Die Erwartung war immer da und nach dem, was man eben in den Jahren davor erlebt hat, dann ist klar, dass dann so ein Erfolg natürlich gefeiert werden muss. Und es waren viele Bremer total begeistert, total ausgeflippt und großer Empfang. Wir haben dann eben auch noch im Rathaus, was wir dann ja auch immer wieder gerne gemacht haben, wie viele Leute dann auf dem Marktplatz auch waren. Das war großartig und für uns natürlich. Wir haben das vorher schon mal mit einer Vizemeisterschaft, wo wir da auch schon mal mit so einem Wagen durch die Stadt gefahren sind, weil das ja schon was Besonderes war für uns, das dann eben nach all den Jahren, nach dem Aufstieg wieder, das zu erreichen. Aber jetzt natürlich so das Nonplusultra, was außergewöhnlich ist, natürlich. Und dass sich da natürlich viele mit gefreut haben und das auch gefeiert haben und vielleicht noch intensiver, als wir das gefeiert haben, das ist natürlich auch klar.